Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier, wir sind von der Erde. Heute haben wir wieder ein neues Sonic Fangame. Diesmal ein Sonic Fangame von The Cool Blood, oder wie der heißt. Sonic Speed Refreshed. Und es hat Controller Support und das Beste ist, ich soll bald nicht so ein 1 Aktien Bier. Ja, das Beste ist, das ist kein blindes Let's Play. Ich hab's nämlich angespielt. Und beim Anspielen habe ich das Spiel durchgespielt. Beim Anspielen. Also, ihr wisst schon, wie groß das Spiel ist. Deswegen gehen wir mal hier nach oben, dort war ich noch nicht. Und wir sehen hier schöne Grafik. Comic Heart sieht ein bisschen aus wie Sonic Superstars, in meiner Meinung nach sieht es auch ein bisschen aus. Und ja, wir rasen mal jetzt hier, sammeln über 100 Ringe ein. Oben rechts ist ein cool, süß gezeichnetes Sonic Logo. Oben rechts Nummer 3, deswegen habe ich die Facecam mal ausnahmsweise in einem Sonic Spiel jetzt mittig gelassen. Und ja, okay. Wir rasen mal und versuchen 100 Ringe zu sammeln. Warum bekommt ein extra Leben beim 100 Ringen? Guck mal, ob ich 100 Ringe erreiche. So, wir haben 100 Ringe erreicht, kein extra Leben. Aber das brauchen wir sowieso nicht. Er hat Spin Dash, Zeuger Spin Dash. Super Pilot hat er nicht. Man kann ja mal gucken, was passiert. Oh! Okay, anscheinend ist das Spiel doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Super Peel Out, es passiert nichts und passiert das da, es gibt kein Super Peel Out. A springen und ducken und so weiter, Spin Dash. Oh, Alter. Jetzt bin ich nervös. Ich habe das Spiel schon durchgespielt, jetzt bin ich nervös, ob ich das schaffe oder nicht, ey. Weil diese bodenlose Grube habe ich nicht erwartet, habe ich beim letzten Anspiel nicht entdeckt und jetzt, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, so Level Blood Arc, Lego Sonic 24 Music, Sultra und so weiter und so fort. Presenter so good to the title stream. Name is Freedom Engine. Okay, da wir wissen, wie das Spiel aussieht oder wie lange und wie kurz das Spiel eigentlich ist, mache ich mal etwas der Vollständigkeit halber für die Wissenschaft. Was passiert, wenn man kein extra Leben mehr hat? So, hier können wir jetzt mal sterben. So, sehr lang und verwundbar. So. Das hat auch kein Let's Play auf YouTube gemacht, in dem Spiel zu sterben, bin ich mir sicher. Weil es sehr schwierig ist, in dem Spiel zu sterben. Man sieht da jetzt hier, irgendwie wird der Ring nicht aufgesammelt trotzdem. Oh, so. Ah! Wir sind von ein extra Leben auf minus ein extra Leben gelandet. Glaubt's ja nicht, ey. Okay. Von einem extra Leben, einem müsste 0 stehen oder nicht. Aber trotzdem ist das jetzt ein extra Leben weniger. Oh. Anscheinend gibt es doch ein Game Over Screen. Ich dachte, das gibt's nicht. Anscheinend gibt es das doch. Irgendwie ist dann die Lebensanzeige falsch angezeigt worden. So, ich drücke A, nichts passiert. Okay. Ja, okay. Nur hinter 4 Minuten geschafft. Das für eine Speed Refresh. Das Fangame sieht nicht schlecht aus. Nur mit dem extra Leben mit den Fingsten können noch, bevor es raus. Okay. Ja, hat Spaß gemacht. War sehr kurz, hat auch Spaß gemacht. Und wer das Spiel ausprobieren will, Link findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Abonniert oder kommentiert, wenn ihr wollt. Und euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Es gibt noch einen Daumen hoch für euch fürs Zugucken. Hier kommt der. Tschüss, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.